Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, heute keine Piñata-Party, heute auch kein Yeti, weil diese Folge gleich im Anschluss nach der letzten aufgenommen wurde. Oder wird. Genau. Und ich will jetzt erstmal eine Runde von der Herausforderung machen und dann erst weitermachen in der Geschichte. Ein bisschen Münzen sammeln, ein bisschen vorbereiten. Was zur Hölle ist das denn? Ist das so quasi wie der Gargantua oder was? Nein, es wird zu schwierig und ich will mich deswegen einfach ein bisschen vorbereiten. Dann habe ich ein paar Münzen und so weiter. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Hoffe ich. Ich beschleunige hier mal. Haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen, dass es am Anfang gar nicht mal so schlimm ist und alles ein bisschen schneller laufen zu lassen, weil es eigentlich ziemlich easy ist. Hoffe mal, dass dem heute auch wieder so ist. So, jetzt warten wir mal, bis der Zombie hier ein bisschen durch ist. Dann werden wir dem da gleich mal eine vor den Latz knallen. So, wir haben nämlich Dünger. Den nützen wir gleich. So schaut's aus. Gut, ich bin gespannt. Zwei Reihen, denke ich, sollten ganz sinnvoll sein. Und dann können wir auch bald mit anderen Pflanzen zur Verteidigung aufwarten. Aber jetzt am Anfang einfach mal nur mit denen hier. Wobei, hier kommt schon was Größeres. Also wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, hier schon mit was Neuem aufzuwarten. Ach, und die kleinen Wichte kommen auch schon. Schön, dass ihr auch schon da seid. Was zur Hölle? Mit einem Drachenkostüm. Ach, wie geil ist das denn? Schön, dass ich diese Runde spiele. So, da ist ein Dünger dabei. Also machen wir nochmal hier. Will die nämlich jetzt nicht verlieren. Ups. Die ist falsch. Die werde ich da nicht haben. Also baue ich die wieder weg, weil ich kann es mir leisten. So. Sehr schön. Packen wir da hin. Packen wir da hin. Und. Ja, dann hat er die halt jetzt gefressen. Ist ja mir wurscht. Ist auch mir egal. Die sind ja nur am Anfang zur Verteidigung da. Wow. Okay. Was macht der da jetzt? Ich mach mal lieber doch. Dass da mal ein bisschen aufgeräumt wird. Was macht der? Ich habe keine Ahnung. Er ist auf alle Fälle tot. Und ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Er war halt einfach nur da. Haben wir jetzt 2 Minuten gebraucht für diese Runde? Ja gut, wir haben, sind jetzt mit einem Dünger weniger im Rennen, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Einverstanden. Glückwunsch, WhatsApp-Nutzer. Du wurdest für die WhatsApp-Nutzerumfrage ausgewählt. Super. Hier ist gar kein WhatsApp drauf auf dem Emulator, ja? Okay. Gut. Speichern und beenden. Das haben wir schon mal gemacht. Dann haben wir nämlich immer ein bisschen was anderes mit drin. Und wieder Werbung. Das ist schon ziemlich riolos geworden. Das ist, nervt schon ein bisschen. Aber naja, was tut man nicht alles für das, dass man eine kostenlose App spielen darf. So, Level 14. Ich habe ein bisschen Angst davor, denn es wird immer schwieriger. Und ich weiß nicht, wie lange ich mich hier noch gut schlagen werde. Weil so wirklich gut bin ich momentan nicht. Auf alle Fälle müssen wir ganz, ganz viele Sonnen produzieren. Das heißt, es wäre ganz schön... Was? Oh, wir dürfen sie noch nicht mal selbst produzieren. Oh, okay. Die hier nehmen wir mit. Die hier nehmen wir mit. Die hier nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Der Hampelmann ist auch dabei, also kann ich die hier gar nicht gebrauchen. Oh, nö. Wenn der Hampelmann auch dabei ist, ist es nicht gut. Dann müssen wir mit Stacheln arbeiten. Wir versuchen es jetzt einfach mal so. Wir versuchen es jetzt einfach mal so und schauen mal, ob es so vielleicht klappt. Ich habe Angst davor, dass es nicht funktioniert. Auf alle Fälle, in der Theorie sollte es machbar sein. Gut, es gibt jedenfalls schon mal viele Sonnen alleine dadurch, dass hier was spawnt. Das ist schon mal gut. So, wenn wir immer schön die Grabsteine wegpacken... Dürfte das ja eigentlich auch ganz gut möglich sein. Hoffe ich. Aber es heißt ja produziere. Und produzieren heißt vermutlich, wir müssen mit den Bohnen arbeiten, oder? Schätze ich schon mal ganz stark. Du bist ein prädestinierter Bohnenfresser. Und da der Dünger hat, müsste es sogar noch mal einfacher sein. Weil die jetzt noch mehr produzieren an Sonnen, oder? Nein, die zerfetzt es gleich. Das war der Vorteil daran. Stimmt, okay. Die zerfetzt es gleich. Ja, da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Hier gleich wieder hinsetzen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Hier will ich aufhalten.
weil die sollen gar nicht erst so weit vorkommen. Dementsprechend ist es natürlich fraglich, wie weit ich die überhaupt töten soll. Die ganzen Viecher. Oder inwieweit es Sinn machen würde, den hier... Gräber können nicht... Ach, das ist ein Grab gewesen, okay. Oder inwieweit es den Sinn machen würde, die doch viel mit den Bohnen zu töten. Naja, das wird sich noch herausstellen. Sollte ich mich mal jetzt nicht zu sehr beeinflussen lassen davon. Bisher läuft es ganz gut. Und hier ist ein Zauberer. Jetzt nicht mehr. Ha! Und jede Menge Sonnen haben wir auch. Gut, dann packen wir das doch gleich mal hier hin. Und jede Menge Gräber haben wir schon wieder. Es geht unheimlich schnell mit dem Gräber, das ist das Schöne. Hat der jetzt ernsthaft meine Sonnenbohne verzaubert in ein Schaf? Das ist ziemlich fies. Findest du nicht? Dafür musst du sterben. Das tut mir jetzt leid. Dafür musste er sterben, dass er das gemacht hat. Denn das geht gar nicht. So. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir den fressen. Das packen wir dahin. Haben wir immer noch beschleunigt? Spielen wir die ganze Zeit beschleunigt? Das ist ja der Wahnsinn. Ist aber auch im Moment noch relativ easy. Und die 2000 Sonnen haben wir auch gleich zusammen, wenn es so weitergeht. So, da kommt jetzt wieder ein Zauberer. Der hat jetzt natürlich wieder ziemlich mies zugeschlagen. Aber das ist nicht schlimm. Den halten wir schon auf hier. Haben wir schon wieder einige zurückverwandelt. Sollten wir vielleicht die hier noch mit anwenden. Oh, 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 oh. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen slowen, sag ich mal. Weil das geht mir sonst ein bisschen zu sehr nach hinten los. Hier, wir müssen noch ein paar... Nee, Sonnen müssen wir keine mehr produzieren. Sonnen haben wir genug. So, jetzt hätte ich gerne die hier. Hab jetzt da einfach den Dünger dafür angewendet. Ist ja wurscht. Ist ja egal. So, hier aufhalten, da dürfen sie nicht weiter. Okay. So, jetzt wird es gerade ein bisschen kritisch. Weil die Zauberer gerade ziemlich aktiv sind. Da friss mal irgendwie eine Bohne oder so, keine Ahnung. Da oben vielleicht. Da, hier müssen wir schauen. Oh, komm schon. Bisschen schneller. Ja, die Barriere hält ziemlich, ziemlich lange. Das ist gut. Also gleich nochmal eine Barriere aufbauen. Denn die hält extrem lange. So, jetzt noch. Hier, einmal ausschalten. Yes, der ist down. Der ist down. Dann können wir jetzt ja nur noch... Was? Da kommt noch eine Welle? Ihr seid doch irre. Ihr spinnt doch. Da kommt noch eine Welle. Die spinnen doch. Die sind doch nicht normal. Oh, so. Ich pack jetzt einfach wieder aus. Ich pack jetzt einfach wieder aus. Irgendwie, wie ich lustig bin, packe ich jetzt einfach wieder aus. So, einfach überall hinpacken, wo wir hinpacken können. Das müssen wir jetzt schaffen. Wir lassen uns nicht kleinkriegen von den Viechern. Das wäre doch gelacht. Na also, auf geht's, Leute. Ihr schafft das. Ja, da zum Beispiel. Und da einfach noch einmal, weil es gerade so schön ist. Die dürfen nicht durchkommen. Ha! Es sieht so richtig schön unstrukturiert aus und das ist es auch. Und jetzt noch einmal hier, boom, und dann sind nämlich meine ganzen Pflanzen wieder da. Das hättet ihr euch nicht gedacht, ha? Das hättet ihr euch nicht gedacht. Oh, da machen wir auch noch einen hin, da schaut hin, die ganzen Lanes, alle werden sie jetzt hier beschützt. Oh, das war's schon. Okay. Unstrukturiert vom Feinsten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, das haben wir geschafft. Dann dürfen wir natürlich wieder in den Seengarten. Da gibt es ja dann doch noch ein bisschen was zu machen. Und zwar haben wir da angepflanzt und haben wir da angepflanzt. Okay, die mit Dünger ist gut. Die hier ist nur zum Geldfarmen. Dann packen wir das da drauf. Die hätte ich nämlich gerne ganz bald. 9 Minuten Abzug, das ist nicht viel. Gut. Sollen wir uns die nächste Runde auch noch gleich anschauen? Oder machen wir eine Herausforderung weiter? Die läuft aktuell so gut. Ich weiß es nicht. Die läuft so gut. Aber die können wir am Schluss auch noch machen, ne? Komm, dann spielen wir noch ein Level von der normalen. Ich kann euch das ja nicht die ganze Zeit vorenthalten. Das wäre ja doof. Oh, dafür haben wir wieder eine Werbung gesehen. Wundervoll. So, jetzt, Anna. Und da hilft kein Adblocker gegen diese Werbung. Die ist da, die ist da, die ist da und die bringt keinem was außer EA und PopCap. So, plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Och nö. Och nö. Oh, 2200 Sonnen, nicht mehr. Ach du Scheiße. Ach
Scheiße. Ich habe Angst vor diesem Level, ganz ehrlich. Ich habe echt Angst vor diesem Level. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ja, ganz ehrlich, habe ich wirklich nicht. Nein, null Ahnung. Pack jetzt noch irgendwas rein, damit der Platz voll wird. So. Grabfresser wäre nicht schlecht gewesen. Aber vermutlich kann ich die eh nicht gebrauchen, die Grabfresser. So, hier wegen dem Düngereffekt. Hier hinten, die können auch nie schaden. Drachenmäulchen wären vielleicht noch ganz cool gewesen, ha? Huh? Nee, die lassen wir mal weg. Lassen wir mal. Pack mal die mal hier noch aus. So. 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 Und dann haben wir noch ein paar übrig. Los geht's. Boah, bin ich jetzt gespannt. Das ist natürlich klar, dass wir die hier anwenden müssen. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, am Anfang darf ich noch ziemlich vorspulen, oder? Am Anfang geht es noch ziemlich gut. Wir müssen halt nur die Gräber erst erweckt bekommen. Wenn die Gräber erst erweckt sind, dann wird es einfach werden. Hoffe ich. Bin gespannt, ob das eine gute Idee war, das Level so aufzuziehen. Ich bin echt gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Gut, sieht noch ganz gut aus soweit. Beschleunigen wir mal. Weil momentan können wir eh nicht viel machen, außer zusehen. Ja, die mit dem Hut sind halt jetzt blöd, ne? Aber gut, die schaffen wir auch. Wäre ja gelacht, wenn wir die nicht schaffen würden. Schön wäre es, wenn die Britzelblitz dadurch bei denen extrem viel Schaden machen würde, weil sie ja immerhin... Ach du Scheiße. Moment. Habe ich da einmal aufgeräumt. So. Da sind welche mit Dünger. Das finde ich cool wiederum. So, da müssen wir gleich... Und da oben müssen wir auch gleich aufräumen. Weil da waren jetzt... Das war jetzt nicht so toll. Da waren jetzt viele Zauberer. Und die Zauberer, die werden mir nur gefährlich. Aber sieht gut aus. Haben einen Dünger dazu bekommen, haben aber zwei verbraucht. Also von daher, es sieht eigentlich noch gut aus. Und gleich kommt auch die letzte Runde schon. Also in der Theorie müsste es ziemlich machbar sein, dass wir die noch ein bisschen vorkommen. So, machen wir mal hier auf, dass hier schon mal ein paar von denen weg sind. Hier vielleicht noch sowas hinpacken. Das kann nie schaden. Ja, ja, der hat mir meine Stachelpflanzen schon wieder kaputt gemacht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist immer traumhaft, wenn das passiert. Oh, 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 okay. Okay, okay, okay. Lass mich mal... Lass das mal so machen. So, weil da hat es ja nicht gleich ein paar mehr erwischt. Sehr schön. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Bin ich froh, dass wir hier Rasenmäher verlieren dürfen, weil sonst wäre das jetzt echt mies. Und jetzt im Moment gerade... jetzt ist es vorbei. Schaut euch das an. Das ist jetzt ein Durchmarsch. Wir können nichts mehr machen. Das ist ja übel. Wenn wir jetzt keine Rasenmäher verlieren dürften, wären wir jetzt echt am Arsch. Krass. Wow. Naja, aber immerhin ein paar Pflanzen haben wir wieder bekommen. Ja, Wahnsinn. Das war ja mehr wenigstens. Ja, verwandelt die nochmal alle. Genau. Genau, verwandelt die nochmal alle. Fupp. Und fupp. Wahnsinn. Oh, das ist super. Auf die freue ich mich schon tierisch, weil die Typen mit den Helmzombies mich ohnehin nerven. Entfernt Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Die ist toll. Die ist richtig klasse, die Pflanze. Ah, wundervoll. So, dann können wir die gießen. Sehr schön. Wir sind eh bald fertig. So, uns fehlen noch zwei Diamanten. Was ist denn hier für eine Meldung? Cola-Pult ist gewachsen. Ja, ja, super. Das wissen wir. Jetzt ist der Bildschirm schwarz geworden, weil wir diese Meldung angeschaut haben. Wie geil ist das denn? Ah. Gut.
So, jetzt. Na. Gut, aber jetzt machen wir hier nochmal eine Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt hier schon geht. Aber ich glaube, dann würde es zu lang werden, wenn wir noch eine normale Runde spielen würden. So, was nehmen wir hier mit? Ich würde sagen, die hier. Die können wir gut gebrauchen. Da ist wieder so einer dabei. Aber keiner von den Hopsel-Dingern. So, ja, können wir eh immer noch alle Pflanzen mitnehmen. Ist immer noch genug Platz. Gut, diese Runde, die schaffen wir. Die schaffen wir sowas von. Da, damit da Grabstein da allmählich entfernt wird. Machen wir hier noch ein bisschen. Machen wir einfach so. Ich glaube, dass die Runde ziemlich einfach wird wieder. Und wenn nicht, ja, dann habe ich mich halt getäuscht. Aber die sind jetzt so einfach gewesen, die letzten Runden. Es würde mich wundern, wenn die jetzt irgendwie auf einmal schwierig werden würde. Sie sah zumindest noch nicht schwierig aus, wenn ich so bedenke, was da jetzt so an Gegnern bisher da war. Ups, verklickt. So, dann hier. So, in der Theorie können wir jetzt dann eigentlich anfangen, die hier aufzubauen. Weil, wie gesagt, diese komischen kleinen Narrenköpfe kommen ja nicht in diesem Level. Also können wir auch mit normaler Munition aufwarten. Außerdem ist die auch mit Düngereffekt recht gut. Die brauchen wir nicht mehr. So. Da habe ich mir einmal verpflanzt. So. Ich packe die momentan jetzt nur pro forma in die Kleinen. Damit wir halt zumindest wirklich eine gute Verteidigung aufbauen. Packen wir den da noch hin. Den da noch hin. Packen wir das noch in den Weg. Könnten wir hier ein Nüsschen hinpacken. So. Steht doch hier schon mal eine richtig schöne Verteidigung. Ah, und schon wieder verpflanzt. Sowas aber auch. Ei, verflixt. Einfach ist es schon noch. So, aber. Hier mal einmal ein bisschen. Packt man dem mal was in den Weg, weil sonst wird es dann ein bisschen übel. Ja, der marschiert jetzt hier durch. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Mit mir marschiert der hier nicht durch. So, das ist natürlich gut. Da macht der Pustepilz definitiv verdammt viel Spaß, wenn es so läuft. Hier auch noch hin. Und hier kommt das noch hin. Ah, es ist eine Übungssache, finde ich. Wenn du das Spiel ein bisschen spielst, nach einer Weile kommen dann auch die ganzen Ideen wieder, wie du es am besten aufbauen könntest. Und dann wird es auch relativ schnell dann doch wieder einfacher. So. Da oben müssen wir jetzt noch dicht machen, damit er da nicht mehr durchkommt. Und da unten muss ich jetzt aufpassen, dass ich da jetzt dann auch gleich... So, jetzt ist der König da. Also, ich habe nur keine Ahnung, für was der König ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. So. Ja, habe ich jetzt Scheiße gebaut. Da könnten wir jetzt theoretisch durchmarschieren. Mich hier mal dicht machen. So, jetzt haben wir wenigstens wieder eine Chance. Ach, da kommen noch Zauberer. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass hier noch Zauberer kommen. Ja, komm, einmal geht noch. Ist eh noch mal ein Dünger dabei. Gott, ist das ein schnelles Level. So, und hier auch noch hin. Der Zauberer, der König ist schon weg. Wie schnell das doch ging. Ach, schon down? Wahnsinn. Sehr schön. Wundervoll. Ich mag es, wenn das Spiel so schön und so leicht läuft. Gut, aber das bedeutet auch, dass ich mich mal wieder für heute verabschiede. Ja, leider schon wieder. Und dann sehen wir uns ja in wenigen Tagen zur nächsten Folge. Mal schauen, was dort dann auf uns wartet. Ein bisschen was von der Welt haben wir ja noch vor uns. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.